Das sind Gwendolin, Maria Erich und Gideon, Jannes Niebühner. Sie sind Geschöpfe der Edelsteindichterin Kerstin Gier und werden jetzt nach dem rubinroten Beginn auf saphirblau romantische Zeitreisen geschickt. Filme wie diese gehören zu einem Genre jenseits der Filmkritik. Vertraust du mir? Bereit, wenn du es bist. Sie funktionieren bestens auch ohne feinfühlige Regie, ohne elegante Dialoge, ohne differenzierte Charakterzeichnung und ohne sensiblen Musikeinsatz. Wie kommt es, dass Filme aus diesem sehr speziellen Genre, romantische Fantasy-Story, gerade jetzt so erfolgreich sind? Also, ich denke, ich weiß es natürlich auch nicht genau, aber ich denke einfach, dass das schon immer so war. Also ich meine, es gab schon immer irgendwie, als es noch keine Filme gab, dann wurden eben Geschichten erzählt, dann gab es Märchen, dann gab es irgendwelche Fantasy-Filme. Als es so angefangen hat, die Menschen haben schon immer irgendwie das Bedürfnis nach irgendeiner anderen Welt noch gehabt, nach irgendwas, was sie irgendwie so ein bisschen aus ihrer vielleicht rausholt, verzaubert, mitnimmt auf eine Reise. Und das stimmt natürlich, was du sagst, dass das meistens dann in Amerika oder England war. Und dass so die Vorbilder sind, also eigentlich Produktionen, die nochmal massig mehr Geld haben. Aber ich glaube, dass das eine Geschichte ist von Gwen und Gideon, die auch ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, das eben in Deutschland auch gut und schön zu machen. Und ich glaube gar nicht, dass das jetzt so ein Phänomen ist, sondern dass das einfach das Fantasy-Film einfach unserer Zeit entspricht, diesem Alltag zu entfliehen. Überlasst das Denken uns. Wir werden euch leiten. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Hallo, Zeitreise-Freak am besten Freundin. Es fällt einfach verdammt schwer, herauszufinden, wem man vertrauen kann. Mir kannst du vertrauen. Bereit? Bereit, wenn ihr seid. Ihr reitet, ihr singt, es gibt Fechtszenen, diverse Zeitreisen, es gibt die Kostüme und computeranimierte Charaktere. Was macht da besonders Spaß oder ist eine besondere Herausforderung? Also ich finde, bei der Frage ist es so, das ist alles irgendwie eine besondere Herausforderung, weil es hängt ja alles miteinander zusammen und man hat ständig irgendwie die Rolle im Hinterkopf, sowohl beim Tanzen, beim Reiten. Also es ist ja nicht so, dass man das nur lernt und dann macht man es halt so gut, wie man kann, sondern man muss immer noch drin bleiben. Geige ist so ein Ding, was vielleicht noch am meisten Arbeit dann für mich war oder sich so wie Arbeit angefühlt hat, weil es doch natürlich sehr schwierig ist und ich das auch nicht perfekt machen konnte letztendlich, aber auf jeden Fall sehr viel üben musste. Und klar, also es gibt sehr viele Dinge, die man da lernen muss und die gemacht werden müssen für den Film. Aber das ist im Großen und Ganzen ein großes Geschenk und auch das, der Grund, warum ich den Beruf mache. Aber am allermeisten hat mir, glaube ich, tatsächlich das Reiten Spaß gemacht. Also ich habe das vorher nicht gemacht, aber fand ich echt cool. Die Pferde haben sich benommen. Die Pferde haben sich benommen, ja. Mein Pferd ist 27 Jahre alt gewesen und hieß Bagdad. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, Klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und dabei verdammt sexy. Du bereitest dich auf so einen Film vor und du weißt, okay, da komme ich jetzt nicht drum rum, ich muss mich ja dann in diesen Typen verlieben. Mhm. Bereitet man sich da irgendwie speziell drauf vor oder das macht man so aus der hohlen Hand? Das fällt dann einfach, wenn man so eine gute Spielpartnerin hat und so eine tolle auch. Und man aber auch ganz klar weiß, so, das ist jetzt nicht eine, in die ich mich vielleicht wirklich verlieben würde. Oder das habe ich schon gemacht, aber dann wirklich als gute Freundin oder fast als Schwester. So. Das ist so eine Geschwisterliebe und das macht es ganz, ganz schön, weil es locker dadurch wird, man alle Ängste voneinander verliert und man sich aber trotzdem dann in den Szenen zeigen kann, wie gern man sich hat. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht geht es auch anderen Schauspielern anders, vielleicht sagen die, ich kann das viel besser spielen, wenn ich mit dem überhaupt nichts zu tun habe. Aber bei mir ist es einfach so, ich spiele gerne mit Leuten solche Szenen, die ich halt gut kenne und mag. Ich liege splitterfasernackt hier. Schon im Bett? Ganz allein. Könnte sich gleich ändern. Selbst wenn Mr. Bernard dich ins Haus lässt, würdest du niemals unbemerkt an meiner Mutter, meiner Tante und meiner Großmutter vorbeikommen. Guten Abend.
Kann es sein, dass Sie mich mit völlig falschen Versprechungen hierher gelockt haben? Okay. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man ja sagen, das ist nur für Mädchen. Siehst du das auch so? Also es ist ja so, dass ein Mädchen im Vordergrund steht und deshalb macht das ein bisschen Sinn. Aber es ist nicht nur für Mädchen, es ist genauso für Jungen und genauso für ältere Menschen. Das kannst du vergessen. Kaum Zeit für die Liebe, denn schon bald wird das genetisch zeitreisebegabte Paar fürs Publikum und für einen mysteriösen Geheimbund durch die Vergangenheit gehetzt, um irgendwann vielleicht ein smaragdgrünes Happy End zu erleben. Zieltag ist der 12. September 1953. Bereit, Miss Gwendoline? Gerade in dem Teil steigert ihr ja die Zeitreisewut noch ein wenig, also es geht ja wirklich viel hin und her. Wenn du diese Fähigkeit rein theoretisch hättest, in welche Zeit würdest du gerne reisen? Also ich sage eigentlich immer relativ oft, dass ich gerne in die 20er reisen würde. Finde ich auch immer noch großartig, aber ich glaube, ich würde halt einfach mal ganz gerne so komplett durch und mal rauspicken, was mir am besten gefallen würde. Die 68er einmal, das finde ich eine spannende Zeit und würde einfach gerne mitkriegen, wie da so die Jugend damals war und vielleicht ja, so die Atmosphäre da mitkriegen. Und 1950 ganz oberflächlich, weil es ja ziemlich coole Anzüge gab und Hüte. Und das würde ich auch auf jeden Fall mal machen.